Heute überprüfen Christian Siedl und Stefan Trippold die Großküche im Landeskrankenhaus Graz. Hier werden täglich 3.300 Mahlzeiten für 4 verschiedene Spitäler zubereitet. Grüß Gott. Gut. In der Spitalsküche müssen die Lebensmittelpolizisten ganz genau schauen, denn beim Kochen für kranke Menschen muss besondere Sorgfalt an den Tag gelegt werden. Fehler können hier schnell fatale Folgen haben. Walter Meyer, der Leiter der Großküche, führt die Inspektoren durch den Betrieb. Er kommt ursprünglich aus der Spitzengastronomie und hat damals zahlreiche Preise abgeräumt. Da ist eben die Ware, die ankommt schon. Da haben wir jetzt alles da. Die Wurst, okay. Was rankommen ist heute. Passt, MAT ist in Ordnung. Mindesthaltbarkeitsdatum, ob die Ware nicht abgelaufen ist und noch für den Verzehr geeignet ist. Ja. Gut, was haben wir da? Die Molkereiwaren. Ja. Kochen eben was auch wieder. Okay. Das heißt, ihr habt überall Pickerl, wenn ihr das kurz vorm Ablaufen ist, dass ihr das zuerst verwendet. Zuerst verbraucht, wenn man sich den Käse. Wir etikettieren es mir sehr. Ja, das ist perfekt. Na, das ist auch sehen gleich. Ja. Die Rot ist immer so eine gute Signalfarbe. Die Temperaturen im Kühlhaus passen auch. Bis jetzt sind die Inspektoren zufrieden. Doch sie haben erst einen kleinen Teil der weitläufigen Großküche gesehen. Hygienisch bis jetzt alles okay. Die Waren werden super gelagert, die Temperaturen sind okay, die Kühlhäuser sind in Ordnung. Es wird alles mitdokumentiert, also bis jetzt sind wir noch im grünen Bereich. Ja. Im nächsten Raum wird Christian Siedl allerdings fündig. Da bitte das werden wir aufnehmen, die Silikonfugen. Ja, Silikonfugen werden wir machen müssen. Dass wir die wieder in die Sanierungsmaßnahme eintun. Als nächstes ist das Herzstück des Betriebs an der Reihe, die historische Küche, in der schon 1873 gekocht wurde. Mittlerweile ist die Technik auf dem neuesten Stand. Früher ist die Küche von Schwestern betrieben worden, von Geistlichen. Und die haben teilweise ihre Dienstwohnungen oben gehabt und haben schon einmal oberschauen können, in der Früh, wie alle da waren. Ne? Das ist immer so die lustige Anekdote. Aber es ist ganz spannend, wenn man da oben 12 Meter oben ist und die Fenster sind zu putzen. Gell? Also drum auch die Seile zum Anhängen und das ist schon. Und natürlich alte Gemäuer, alte Gewölbe, das sind immer wieder Herausforderungen. Während die Küchenkontrolle weitergeht, stellt sich heraus, dass das Problem der beanstandeten Silikonfugen bereits bekannt ist und in Kürze behoben werden soll. Okay, was haben wir da jetzt? Die Silikonfugen, die haben wir schon gemeldet. Also das ist schon im technischen Betrieb abgemeldet worden. Also die sind eigentlich schon in der Erneuerungsphase. Also wir haben das schon gemeldet. Okay, die Mängel. Perfekt. Der Mängel ist schon in Bearbeitung. Habt ihr so ein internes Kontrollsystem? Ja, ist ja. Ein internes Kontrollsystem, okay. Und das geht dann automatisch. Ja, perfekt. Zum Laufen, gell? Perfekt, super. Bei der Warenhygiene und der Speisenzubereitung passt bis jetzt alles. Entschuldigung, können wir kurz die Temperatur messen? Wunderbar. Was haben wir da drinnen? Vanillecreme. Da ist auch? Die Vanillecreme drinnen. Es ist kein 4.8. produziert, das ist für die Diät. Wo sieht man, wo das produziert worden ist? 6.8. Okay. Für Mittag. Für Mittag. Ja. Okay. 6.8. 14 Grad hat der jetzt an. Kann das sein? Wann hat es denn die rein dann? Oder ist der erst produziert worden? Der ist erst produziert worden, ja. Auch in dieser gut organisierten Küche passiert mal ein Fehler. Die Soße ist zu warm. Für geschwächte Patienten könnte der Verzehr Probleme mit sich bringen. Den müssen wir bitte rausnehmen, gell? Ja. 14 Grad, gell? Das ist zu warm. 6 Grad mal brauchen wir. Jetzt möchte ich das wissen. Ist noch? Gut. Zu warm? Die Vanillesauce war die Temperatur zu hoch, 14 Grad. Normalerweise brauchen wir 6 Grad. Und deswegen habe ich es jetzt aus dem Verkehr gezogen. Die Ware wird entsorgt. Und ja, weil umso höher die Temperatur, umso schneller können sich die Keime vermehren. Und deswegen ist die Vorschrift immer bei 6 Grad, müssen gekühlte Waren gelagert werden. Ja. Walter Meyer redet seinen Mitarbeitern gleich ins Gewissen.
Ah ja, mit den Mitarbeitern hat man eh gleich geredet, hat einem das eh gezeigt, das ist am besten. Man sagt ihm das gleich, jetzt ist das so passiert. Bitte schon, schauen wir drauf beim nächsten Mal. Natürlich werden sie jetzt voll sensibilisiert sein. Jetzt wird wahrscheinlich alles auf minus 2 Grad abgekühlt in Zukunft. Was natürlich auch nicht gescheit ist, sondern man soll schon das Produkt nicht zerstören. Aber sie müssen halt schauen, dass das auf 4-5 Grad runterkommt und erst dann in die Kühlung kommt. Heute sind die Kontrolleure im Großen und Ganzen zufrieden mit den Zuständen von Lager und Küche. Doch das war nicht immer so. Also wie man in den Raum sieht, ist es natürlich ein Nassbereich. Viel Dampfentwicklung und gerade bei alten Gemäuden oder Gebäuden ist es natürlich so, dass durch die Dampfentwicklung natürlich auch der Wandverputz auch runtergekommen ist. Und da haben wir vor Jahren quasi mit einem Projekt gestartet und gesagt, das können wir baulich so nicht dulden, wir müssen da etwas tun. Und wie man sieht, ist das eine Maßnahme geworden, die bis dato anhält. Und da sprechen wir schon von über 5 Jahren. Dann entnimmt Stefan Trippold noch Lebensmittelproben. Pro Jahr müssen die Inspektoren eine gewisse Anzahl an genau definierten Proben ziehen und analysieren lassen. Das Ministerium schreibt uns genau einen Plan vor, wie viele Proben gezogen werden müssen. Und das wird aufgeteilt auf die verschiedenen Referenten. Und wir füllen das dann das ganze Jahr. Bei der Auswertung der Proben aus anderen Betrieben sind Stefan Trippold schon oft eklige und gesundheitsgefährdende Produkte untergekommen. Ja, dass es für den menschlichen Verzehr nicht geeignet war. Also dass es wirklich so hoch verkeimt war oder verdorben war, die Ware. Und deswegen, also das war wirklich das Schlimmste. Was war das? Welches Produkt? Das war auch ein rohes Fleisch. Ja. Naja, da kann man sich eine Lebensmittelvergiftung holen. Ja. Okay. Oder wenn jemand immunschwach ist, vielleicht noch Schlimmeres. Danke sehr. Dann gehen wir bitte ins Büro für die Datenerhebung. Ja? Ja. Bitte sehr. Die Proben werden sofort für die Untersuchung bei der AGES, der Agentur für Ernährungssicherheit, vorbereitet und in ein Online-System eingetragen. Gleich nach der Kontrolle werden die Produkte dorthin gebracht. Die Lebensmittelpolizisten müssen immer darauf achten, dass sie die gekühlten Produkte so rasch wie möglich bei der AGES abgeben. Dort wartet schon eine Mitarbeiterin auf die Proben und nimmt sie in Empfang. Ein paar Tage später kommt das Ergebnis. Die im LKH entnommenen Lebensmittel sind in Ordnung.